Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf den Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen, dann könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt auch gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute wieder in den Sonnenangeboten das Loser Fruit Paket. Wir haben heute einen neuen Tanz. Ich würde sagen, wir beginnen allerdings mal wieder natürlich wie immer auf der ganz linken Seite. Dort haben wir einmal den Haze Skin mit dem Standard und dem Extremstil. Dazu gibt es dann noch die Sternwucht Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann hier aus dem ewigen Sandeset einmal den Sandsturm-Skin, einmal mit dem Stil mit Maske, einmal ohne Maske und einmal ohne Maske und ohne Kapuze. Dann haben wir zunächst hier noch den Skimitar-Skin, hier wahrscheinlich genau wieder die gleichen Stile. Einmal wieder mit Maske, einmal ohne Maske und ohne Maske und Kapuze. Dazu gibt es dann noch die Emblem-Lackierung und dann den Chrono Contrail. Als nächstes haben wir dann hier noch den Zero Skin, dann die Nullpunkt Lackierung und dann war es auch schon soweit mit den ganzen vorgestellten Gegenständen. Dann bei den täglichen Gegenständen haben wir den Elmira Skin, einmal im Standard Feuer und Eiswasser Stil. Dazu gibt es dann natürlich noch ein Backpack. Hier haben wir natürlich auch wieder genau die gleichen Ziele und dann haben wir als nächstes hier noch die dynamische Feuerlackierung. Ist eine reaktive und animierte Lackierung, also hat schon eine Animierung und wenn man eben halt schießt, dann wird das Ganze hier animiert und dann wechselt das eben halt aber auch die Farbe. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Dann haben wir als nächstes den neuen Bandtanz Emote. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Ist aber eventuell etwas teuer für 500 V-Bucks. Da gibt es auch genauso gute, die eben halt nur die grüne Seltenheit haben. Dann haben wir zunächst noch den Rächeren Skin. Dann den Rasender Ansturm Emote. Dann haben wir zunächst noch den Hitzkopf Emote. Und dann noch die ganz in den Sonderangeboten das Loser Fruit Paket. Hier bekommt man natürlich ganz gut Rabatt drauf, wenn man das Ganze im Paket kauft. Da drin sind dann einmal der Loser Fruit Skin. Ich finde auch, wenn man eben halt nicht ein Fan von Loser Fruit, also der Streamer selbst ist, kann man den trotzdem nehmen. Auf jeden Fall sieht trotzdem ganz nice aus. Dann gibt es noch das Bärenbeet Emote dazu. Und dann noch die Fruchtwucht-Spitzhacken. Hier ist das Besondere, dass sich die ganzen Früchte lösen, wenn man eben halt mit der Spitzhacke schlägt. Und dann sind irgendwann eben halt gar keine Früchte mehr drauf, nachdem man sehr, sehr häufig geschlagen hat. Und ist auf jeden Fall ein ganz nice Feature, was es so eigentlich bisher noch gar nicht gab. Und das kann man sich natürlich auch alles noch einzeln kaufen. Dann natürlich ohne Rabatt. Das war es aber auf jeden Fall heute schon mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.